Hallo und herzlich willkommen zurück zur geflickten Lego-Unterhaltung. Hallo. Mit Thorsten. die Level-Effects habe ich ja jetzt alle, wie ihr seht. Naja, die fertig sind. Die so. Jetzt bis jetzt gibt, ne? Ach so, die jetzt. Alle. Wow. Ja. Und jetzt das letzte Teamback, was mir noch gefehlt hat: Ninjago. Ach, das heißt, damit bist du tatsächlich up to date. Ja, mit Team und Level im Moment, ja. Wow, das ist ja cool. Ja. Dann gibt es was zu feiern. Ja, genau. Achso, du musst ja erstmal ranzoomen. Was gibt es noch auf Otto? Recycling. Wobei ich nicht glaube, dass das ein Franchise ist, was jemals knapp wird. Außer für die Wii U vielleicht. Das Anfangspaket, das Recycling. Ja. Weil das ja nun mal nicht mehr produziert wird. Denke ich mal, oder? Wobei, da hat Lego doch seine Hände drauf, oder? Richtig. Sie das noch produzieren, kann schon sein. Ja, das produzieren wir. Das machen die schon. Ja. Unter uns. Nur für uns. Nur für uns. Ja, du hast es ja nun schon. Wobei auch da immer wieder gesagt wird, wird für die Switch nicht kommen, nicht wahr? Ja, richtig. Wird gemunkelt, dass es nicht für die Switch kommt. Also es gibt halt ein paar Spiele, wo ich mich frage, wie sollen die im Handheld-Modus funktionieren? Ja, genau. Ich glaube, Splatoon muss online sein. Ich weiß nicht, ob es da auch einen Singleplayer gibt. Normalerweise gibt nicht. Soll ein Singleplayer geben, ja. Gab es bei der Wii U nämlich nicht. Also Singleplayer war dann halt, es gab eine kleine Story. Oder es gibt eine Story, ob die kleine ist, weiß ich gar nicht mal. Habe ich mich so gar nicht mehr beschäftigt, weil das Hauptaugenmerk irgendwo auf dieser Arena-Geschichten liegt. Ja, klar. Aber war halt Zwang online, ne? Kam es jetzt nicht drum rum. Und da habe ich mich dann gefragt, ja, deswegen war ich am Anfang überlegen, kannst du in dieses Mobilteil vielleicht sogar eine SIM-Karte reinstecken? Das wäre auch cool gewesen. Ja, richtig. So online-exklusiv von Nintendo. Oh, zwei Schwerter hier, Ex und Calibur. Ja, wer den Ninjago nicht kennt, kann ich auch was dazu sagen. Oh ja, sag mal. So richtig kenne ich es ja auch nicht. Dann erzähl doch mal. Das ist abwechselnd, nicht? Mal kann ich was sagen, mal nicht. Okay. Das machst du extra, das kennt er wieder nicht. Das machen wir gleich. Ja. Ja, dann ist seine Räder Minuten, ja. Verdrängt festgelegt. Mal seine Klappe, genau. Verdrängt festgelegt. Nein, alles gut. Dann erzähl mal. Also, hier gibt es einen Meister, er heißt Shizu. Okay. Und der hat dann eben seine Schüler hier. Wie sie heißen, genau, alle heißen, weiß ich nicht, aber hier Kay. Und, ich wollte gerade sagen, steht hier drauf. Cole. Ja. King Cole. Okay und cool. Aber gibt es noch andere, also noch so einen Weißen, der cooler ist. Den lernt er auch an, diesen Weißen. Also King Cool ist nicht so cool wie Weiß. Okay. Der Weiße ist cool. Ja, okay. Oh ja, und die sind eben kämpfen gegen so einen Bösewicht halt auch. Richtig miesen, der die Stadt da erobern möchte. Und es beruht auf einer Anime-Serie oder so, ne? Es ist ja, so ein Art Comic. Ja. Ja, Trick. Okay. Ja. Und ich habe ja früher mit einem Kind dann auch damit die Sets aufgebaut, und die es dazu gibt. Hattest du schon Erfahrung? Und auch ein paar Folgen mit denen geguckt. Also ich habe schon ein bisschen damit gekriegt. Und ich finde die auch so gut, dass ich die auch spielen möchte. Also, wie lange gibt es die denn schon? Die gibt's auch schon 4-5 Jahre bestimmt schon. Gefühlt. Er war wahrscheinlich nie so. Mal gut, klar, holt man sich mal einen Lego-Katalog, ob es was Neues gibt. Irgendwann kamen die dann auf. Naja, die kamen von jetzt auf gleich, ja, das stimmt. Ja, wie Phoenix aus Asche. Lego war, glaube ich, nie groß dafür berühmt, dass die irgendwas groß ankündigen müssen. Das wird sowieso gekauft. Vor allem, wenn Star Wars draufsteht. Ja, wenn Star Wars draufsteht, immer. Stimmt. Ja, fehlt noch ein Set zu. Also, vielleicht kommt es auch mal. Von Star Wars oder Ninjago? Star Wars.
Was soll denn noch kommen? Ach so, jetzt hier für Dimensions. Nee, auch so. Für zu Hause. So. Was Schönes. Ja, leider ist ja leider unseren Aufruf keiner gefolgt und hat uns den Medienverein geschickt. Stimmt. Zum ja. Aufbau. Stimmt, ja. Ja, wir hatten ihn ja auch zurückgeschickt. Sie ja, auf jeden Fall. Aufbau gegangen. Auf jeden Fall. Klar, wenn ihn jetzt jemand spenden will, Tobias ist ja der größere Fan. Ist ja kein Thema, er würde ihn sich auch gerne ins Zimmer stellen. Ja, im Keller dann. Wir hätten ihn dann abgebaut. Der ist so riesig. Ja. Ja gut, es gibt ja diese nachgemachte kleinere Version noch, ne? Ja, wenn dann den großen. Kostet vor allem nur einen Bruchteil. Aber man kann das nicht einschätzen, welche Preise in die Höhe gehen und welche nicht. So ist es. Die Sachen von den Simpsons halten sich preislich auch ganz gut. Ja, das hat mich auch gewundert, ja. Aber darum ging es mir ja nicht. Nö, das geht ja auch. Allein um die Sache selber, ja. Genau, und es passt halt zur DVD. Das auch. Wobei es mich immer noch ärgert, dass sie nicht wenigstens Staffel 1 bis 20 komplett gemacht haben. Aber das ist... Finde ich auch schade, ja. Vor allem, du kriegst die Staffel... 18 und 19, ja, nirgendwo, nicht mal als digitalen Download. Ab 20, beziehungsweise 21, ja. Traurig, echt traurig. Aber das ist echt, das haben sie echt vernachlässigt irgendwie. Ist das korrekt? Das sieht korrekt aus. Ja, die haben eben so richtig krasse Farbzeuge dann auch, ja. Ich merke das schon. Bam! Das sind noch so kleinere Sachen. Also die haben so riesen Monster dann auch teilweise, ne? Kommt bestimmt im Spiel vor hinterher. Mal gucken. Mhm. So ein Mecha-Monster und so. So Art Transformers, ja. Transformers, genau. Ich habe mir auch letztens Thema abschweifend Power Rangers angeguckt. Aber nicht wegen dem Angry Video Game Nerd, oder? Nein, okay. Also, hä? Ja, der hatte das als Thema noch nicht, deswegen, echt? Ja. Hat eine schöne Review zugemacht zu der Serie als Videospiel. Ja, Power Rangers. Ganz ehrlich, war auch nie meins. Doch, also. Echt? Immer. Ich habe früher das nur geguckt. Jetzt den Kinofilm oder meinst du die Serie? Die Serie habe ich geguckt und jetzt den Kinofilm. Jetzt den Kinofilm. Geguckt. Hat noch nie wieder was von gehört irgendwie. Wieso, der war ja jetzt vor kurzem. Ja, ja, aber man hat nicht viel dazu gelesen oder so, dass man sagt, hey, super Kassenschlager oder irgendwas. Nee, das nicht. Aber ich fand den gut. Ja. Also. Was ich halt immer merkwürdig finde, gerade bei solchen Sachen ist, wie, ich bin jetzt ein Power Ranger, okay. Die hinterfragen ja noch nicht mal, was soll denn das überhaupt sein? Richtig. Wenn mich einer auf der Straße anspricht, hey, du bist jetzt zum Power Rangers, ich meine, die haben ja einen Trailer gezeigt, ne? Und die standen ja alle da, oh, wir sind jetzt Power Rangers, hätte ich nicht mit gerechnet. Das wäre das erste Mal gewesen, dass es sowas überhaupt gab, die Welt kennt das nicht und keiner fragt, was soll ich denn jetzt machen? Bin ich jetzt irgendwas Tolles? Die nehmen das einfach mal so hin. Die nehmen es hin, ja. Das finde ich halt so merkwürdig an solchen Serien, beziehungsweise in dem Fall an den Kinofilmen. Ja gut, die werden ja dann durch so ein Training dann... Ja, schon, aber für die war alle klar, oh, ich bin Power Ranger, ich weiß genau Bescheid. Weißt du, die fragen nicht mehr, was soll denn das sein, hat die Welt noch nie von gehört. Das finde ich so merkwürdig an solchen Sachen. Ja, muss nehmen, irgendwas. Ja, das ist Hollywood, ich weiß. Das ist nicht das erste Mal. Und nicht das letzte Mal. Bei Ghostbusters war das was anderes. Die haben sich selbst erfunden. Ja, die haben sich selbst erfunden, ja. Aber wenn du zu irgendwas benannt wärst, was es vorher nicht gab, dann fragt man doch erstmal, was soll das? Du bist Link, hä? Ja, genau. Wer ist Link? Ich bin vielleicht pfiffig, aber nicht Link. Ja, genau so. Du bist jetzt der Held der Zeit. Hey, was willst du von mir? Du musst Ganon besiegen. Was? Wer? Was? What the fuck? Geh in den Wald und hol dir das Master-Schwert. In welchem Wald? Guck dir die Welt an. Wie viele Wälder willst du? Ja. Und ich bleibe bei der Befürchtung, Breath of the Wild war das letzte Zelda. Nein, ich weiß nicht, nein, nein, nein. Ich weiß nicht, warum. Nein, das wird nicht das letzte sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Jetzt kommt erstmal im Sommer dieses Season Pack. Die gibt's doch schon längst. Nein, in dem Sommer. Ich meine, die gibt's schon. Sommer und Herbst. Ja, mit neuer Story irgendwie. Ja, yeah, genau.
Habe ich wieder was, was ich mir kaufen und nicht spielen kann? Ich glaube, ich warte mit der Konsole echt bis Herbst oder so. Ja, jetzt kommen ja die ersten Themenkonsolen, ne? Hier mit Monster Hunter. Ja, genau, mit Monster Hunter soll jetzt kommen, genau, richtig. Dann so eine Special, das ist jetzt nicht konsolentechnisch, aber so eine Special Box von Sonic. Ja, genau. Wobei es hier nicht in Deutschland gibt. Großartig. Das fand ich auch schade. Weil ich hätte die gern gehabt. Ich auch. In Amerika kannst du die bestellen. Ja, kannst du hier hinschippern lassen, aber kannst du sie nicht lernen. Weil wegen PAL, ne? Die Beschränkung gibt es bei Switch nicht. Echt jetzt? Nein. Du kannst auch japanische Spiele spielen, wenn du möchtest. Okay. Bei der Switch haben sie da keine Unterschiede mehr gemacht. Weil früher gab es die immer. NTSC, PAL und so. Aber angeblich soll das funktionieren. Egal, das ist doch eh nur fürs Regal. Weißt du, der Witz ist, dieses Special-Päckchen gibt es wieder für Xbox One und PS4. Warum nicht für Switch? Es ist zwar für mich immer noch ein Unding, ein Sonic auf Nintendo zu spielen, aber es wäre echt mal cool gewesen, gerade mit diesem kleinen Mega Drive, wo du draufdrückst und du sagst, Sega! Einfach nur schön, wie früher. Aber trotzdem wieder mal nicht in Deutschland. Naja. Ja, das ist traurig. Genau wie dieses andere Special von Breath of the Wild gibt es auch nicht in Deutschland. Ja, richtig. Traurig. Irgendwie. Was erhalten diese Season Pass denn noch? Außer. Ja, dann kriegst du noch so Masken kriegst du noch. Und so eine Schwertaufgabe soll dann auch kommen, so eine. So ein Pfad des Schwertes nennt sich das. Und musst du eben gegen diese Monster kämpfen ohne eine Waffe. Also, dann bist du ganz ohne Rüstung und so. Mit Fäusten. Ja. Ich frage mich, wie die eine neue Story einbauen wollen. Ich kenne ja das Ende und von daher ist das ja, möglich. Ja, aber letztendlich können die ja sagen, du musst von vorne anfangen. Vielleicht lassen sie dich auch ganz woanders raus. Glaube ich nicht. Das ist halt die Frage. Muss man es vorher gespielt haben oder kann man gleich die neue Story spielen? Ich glaube, man kann gleich die neue Story spielen. Unabhängig. Wenn man das Spiel startet, wird man dann gefragt, möchtest du die Alternative oder die Originalstory spielen? Wie läuft das? Das ist eine gute Frage. Muss man nochmal abwarten. Hast du nochmal 150 Stunden zu spielen? Wer weiß. Aber ich bin ja auch ein bisschen beschäftigt, um 100% zu schaffen. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Was machst du denn da, Junge? Irgendwas falsch. Irgendwas falsch. Irgendwo habe ich was falsch gemacht. Weil das ist nicht auf einer Höhe, weißt du? Was soll auf einer Höhe sein? Komm gerade sowieso nicht mit. Ich muss nochmal alles abwarten. Wir fangen dann mal von vorne an. Hier Profi-Werkzeug, kannst du alles mit auseinander. Ja, mobb mich. Bezahl dich Lego auch dafür, wenn du das sofort mobben willst. Ein Flash-Mob ist das. Das war falsch. Ein Flash-Mob. Manchmal ist es gut, wieder vom Anfang an zu sein. Ja. Das stimmt. Gut, dass das bei den Großprojekten kaum passiert ist. Ja. Stimmt. Ein Tour von Ortern. Genau. Ja, aber es ging. Es war reparierbar. Wir mussten jetzt nicht alles abbauen. Stimmt. Und du konntest ja etagenweise runternehmen. Das war schon sehr. Das gut. War praktisch, ja. Stimmt. Die haben an sowas gedacht. Ja, die haben uns gesehen. Das da müssen wir modular machen, das wird sonst nichts mit dem. Jetzt schon das. Dann funktioniert das auch. Die Ninjagos, haben die nicht auch eigene Spiele an sich? Nein. Lego Ninjago haben die da nicht? Nee, oder DVDs gibt es auch. DVDs, ja. Ja, okay. DVDs, ja. Das ist so für 3DS oder so. Vielleicht kommt das ja noch sowas. Glaube ich nicht. Dann wäre es schon da. So wie Pokémon, ne? Das kommt ja auch.
laufen. Ja, neue. Diesen Hype kann ich nicht nachvollziehen. Das ist nicht so meins. So. Ach, wann das Schwert? Ach so, ja, entschuldige bitte, das war von Excalibur. Ach so. Das waren die beiden Messer, die da dran waren. Kann das sein, dass die da dran gehören? Nee. 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 Okay. Weil das ist ja nicht orange eigentlich, das ist ja golden, oder? Nee, nee, das ist so ein... Meine gut, da ist ein Sternchen dran, aber... Kannst ja einen nehmen, hier sind ja noch welche. Ja, habe ich ja. So, orange sieht das komisch aus. Ach so. Aber ich denke mal, dieses Blitzen soll schon darstellen, dass es durchsichtig ist. Das ist halt immer die Frage bei Nintendo, bei Nintendo Sascha. Lego und Nintendo sollten viel mehr zusammenarbeiten. Ja, stimmt, stimmt. Oh Mann. Prima. Ja. Kann ich jetzt nicht ganz so viel zu sagen, aber das ist nicht schlimm. Weil ich habe ja gesagt, also, hab ja das Wichtige zu erzählen. Weiter so. Kann ich dann auch manche Level wieder drehen. 100% spielen. Jetzt kannst du dich drehen. Ja. Die Figuren können das ja, ne? Ja, genau, die beiden. Die beiden. Die können doch. Die drehen dich dann da. Wirbel machen. Ja. Haben wir noch nicht mal rausgefunden, dass das irgendwo bei den Simpsons bei den Simpsons. Im Kernkraftwerk, genau. Bin ich jetzt richtig? Ja. Okay. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.